folgende Regeln. Wie Jay schon gesagt hat, Priorität ist schlagen, dann freimachen, dann rausgehen. Wenn das verkackt wird, muss die Farbe, ich weiß, wie war das denn nochmal? Da muss quasi, da muss ein Püppchen auf die Hand genommen werden. Man darf in dem Häuschen nicht überspringen. Es muss genau passen. Nee, freimachen ist nicht vor Schlagen. Wir machen immer Schlagen, ist das Wichtigste. Immer Schlagen, das Wichtigste. Dann freimachen, dann rausgehen. Das sind die Regeln, mit denen wir normalerweise spielen. Und wir spielen, bis eine Farbe gewonnen hat. So wie wir das auch in den Videos immer machen. Im Haus kann man nicht überspringen. Das heißt, wir gewinnen, sobald eine Farbe alle vier drin hat. Mit den gerade genannten Regeln. Ich mach mal Musik an. Ich glaube nicht, dass ich Rollenspiel auf die Reihe kriege. Die Farbe mit der höchsten Nummer gewinnt. 6 für Grün. 5 für Gelb. 2 für Rot. 4 für Blau. Grün gewinnt. 3-mal darf jeder würfeln. Eins. Ich schaffe nicht mal die Regeln auf dem Kopf zu haben. Ich kriege kein Rollenspiel hin. Ich muss mich so konzentrieren, dass ich hier nichts falsch mache. Geht schon mal gut los. Ah, 6, sehr gut. 4. Nächster. 6, sehr gut. 1. Nächster. Grün darf noch 3-mal. 6, sehr gut. 2. Gelb darf noch 3-mal. Oh, Alter, was ist hier los? Ist ja insane hier gerade. Die 1. Alle draußen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ihr könnt jetzt wetten, welche Farbe gewinnt. Also noch ist nicht allzu viel entschieden. 1, 2, 3 für Rot. Ist das bescheuert? Blau macht 1. Blau macht 1. Grün macht 4. 1, 2, 3, 4. Gelb macht einen. Oh, Gelb und Blau liefern sich gerade ein gespiegeltes Duell, kann man sagen. Eine 5. 1, 2, 3. Oh, Scheiße. Alter, meine Hand zittert teilweise schon. Blau ist jetzt schon mal. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. 1, 2, 3, 4, 5. Blau wurde schon von Rot geschlagen. Also Rippblau. Rippblau. Blau ist einfach im Arsch. So, jetzt ist Blau dran. Blau darf jetzt wieder 3-mal werfen. Oh, Blau ist back, Leute. Blau ist back. Und der Turn. Wer hat damit gerechnet? Blau schlägt direkt Rot wieder. Das ist ja unfassbar. So, Blau gerade noch gedacht, das wird nichts mehr. Alter, mittlerweile bin ich auch heiser. Oh, Grün hat da aber schon einen zweiten Spieler jetzt hier auf dem Feld.
Zwar nur mit einem nach vorne, aber zwei Spieler auf dem Feld, schon eine starke Geschichte. Gelb, aber 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt auch mal hier die hohe Zahl gefunden. Und jetzt darf Rot wieder dreimal. Oh, Rot sieht... Oh, Rot. Rot sieht schlecht aus. Rot sieht schlecht aus. Blau jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Der Grün konnte nicht schlagen, Chat. Alles ist gut. Grün konnte bisher niemanden schlagen. Was konnte Grün schlagen? Müssen die Mods entscheiden. Weiß ich nämlich nicht, natürlich, jetzt logischerweise. Wir brauchen die Mods als Schiedsrichter. Gibt es noch einen Mod, der die oder der wach ist? Okay, William. Muss Grün eine Figur reinsetzen oder nicht? Der vordere Grüne muss weg, alles klar. Wer war jetzt dran? Grün. Also hat Grün schon oder muss Grün jetzt? Grün muss jetzt. Alles klar. 3, 1, 2, 3, so, gelb. Ja, Grün sah gut aus, aber hat einen Fehler gemacht. 1, 2, 3. Kann jedem mal passieren, ne? Kann jedem mal passieren, dem Grün. Ne? Oh, und gelb direkt gehittet. Rot schlägt Gelb raus. Hier überschlagen sich die Ereignisse. Blau ist dran. Oh, Blau nähert sich Grün. Grün versucht wegzukommen. 1, 2, 3, 4. Und jetzt darf Gelb wieder dreimal. So schnell kann es gehen, ne? So schnell kann es gehen. Ist das nicht bester Einschlaf-Content? Oh, Gelb kommt nicht raus. Gelb kommt nicht raus. Rot, einen nach vorne. Blau, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Verfolgt Grün weiterhin richtig hart. Blau sehr gefährlich, nachdem schon quasi einmal Rot rausgehauen wurde. Grün jetzt eine 3. 1, 2, 3. Nachdem sie schon... Grün ist ein bisschen unaufmerksam. Grün hat schon einen Fehler gemacht. Hat nicht ganz aufgepasst. Ja, ist so ein bisschen verwirrt. Gelb darf jetzt wieder dreimal. Einschlaf konnte nicht, ich habe Puls von 180. So, Gelb bleibt im Haus. Ist gesetzt, will nicht raus, geht nicht in Urlaub. Gelb bin nicht ich. Rot, eine 5. Blau, eine 6. 1, 2, 3, 4. Ne, kann man nicht schlagen. Also raus. Und nochmal eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und eine 5. 1, 2, 3, 4. Kann ich schlagen. Was würde Blau... Blau würde nicht sich vor den Grünen stellen wollen. Deswegen bewegt Blau den hinteren. 1, 2, 3, 4, 5. Blau ist da so ein bisschen vorsichtig. Grün ist verpeilt. Blau ist vorsichtig. Grün ist verpeilt. Gelb spielt nicht mit. Und Rot ist aggressiv. Glaube ich. So, Grün ist verpeilt, aber macht jetzt keinen Fehler, sondern geht die 3 einfach. Gelb. Ah, Gelb bleibt. Ich glaube, Gelb bleibt noch ein bisschen im Haus, habe ich das Gefühl, ne? Ja, Gelb bleibt noch ein bisschen im Haus. Gelb spielt nicht mit. Rot. Kann niemanden hier vorne schlagen, kommt aus dem Haus raus. Wieso macht mich das gerade wieder wacher, dieses Spiel? Das ist das Dummste ever.
Aber ich bin excited. Rot ist raus. Blau. Blau ist der Taktiker, ein bisschen vorsichtiger. 1, 2, 3. Deswegen würde sich auch Blau nicht hier auf das gelbe Feld stellen. Zu gefährlich. Deswegen 1, 2, 3 hier für Blau nach hinten. Grün jetzt. Die 3 einfach. Da gibt es keine Taktik. Grün hat nur ein Feld draußen. So hat Blau jetzt die richtige Entscheidung getroffen. Ah, es gab immer noch keine 6 für Gelb. Gelb spielt weiterhin nicht mit. Rot auf der anderen Seite hat die 1. Rot ist aggressiv, wie gesagt. Stellt sich deswegen dahin, weil Rot sich sicher ist, dass Blau sowieso keine 6 treffen würde. Und damit hat Rot auch recht. Blau hat eine 1. Geht also hier einen nach vorne. Und damit sind wir wieder bei der Grünen. Leichten Verpeiltheit. Denkt diesmal aber schon 2 Schritte weiter, weil der Fehler wurde ja schon mal gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, es kann geschlagen werden. Und ja, schlagen ist wichtiger als rausstellen, weil der Fehler wurde ja gerade schon begangen. Also wird die 6 genutzt, um hier Rot zu schlagen. Und danach eine 2, weil trotzdem darf natürlich nochmal gewürfelt werden und es kann nur diese eine gesetzt werden. Gelb ist dran. Eine 1. So, okay. Wird Gelb heute rauskommen? Ist die große Frage. Wird Gelb heute rauskommen? Die Antwort ist nein. Gelb kommt nicht raus heute. Und Rot hat jetzt ein bisschen Stress. Rot ist aggressiv, wird jetzt aber von Grün verfolgt. Ist ein bisschen Stress. Muss jetzt gut würfeln und würfelt eine 1. Eine 1 ist schlecht. Denn Grün kann jetzt Rot einfach von der Map rasieren. Wieder mit einer 6. Aber wird Grün so viel Glück haben? Das werden wir noch erst herausfinden. Denn erstmal ist Blau dran und Blau hat jetzt keine andere Wahl. Doch, Blau hat eine Wahl. Blau stellt sich immer noch nicht auf dieses gelbe Feld. Ist Blau zu gefährlich? Deswegen geht Blau hinten 2 nach vorne. Jetzt ist Grün dran. Spannender als der Aserbaidschan-GP. Alles ist spannender als der Aserbaidschan-GP. Also geht Grün einen nach vorne. Mehr kann Grün nicht machen. Grün hat weiterhin nur einen am Feld. Gelb! Kann Gelb jetzt rauskommen? Nein. 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 Gelb bleibt weiterhin inaktiv. Nichts passiert. Eine 5 für Rot. Oh, kann sich dadurch wieder ein bisschen mehr in Sicherheit bringen. 1, 2, 3, 4, 5 von Grün jetzt nicht mehr innerhalb einer Runde erreichbar. Blau wiederum. Kann Blau jetzt endlich über das gelbe Feld drüber? Oh, die 6 ist da. Blau kann keinen schlagen. Keinen schlagen. Also geht Blau raus und darf natürlich nochmal und würfelt eine 1. Ich hoffe, ihr habt euch emotional jetzt schon so an ein Team gebunden. Ich meine, ihr habt ja schon gewettet. Ich weiß nicht, ob euer Wettding genauso das gleiche ist wie eure emotionale Verbindung zu einem Team. Aber ja, Blau ist jetzt draußen so. Blau hat 3 Püppchen gerade draußen. Grün könnte jetzt Blau schlagen. Mit einer 5. Macht Grün aber nicht. Grün würfelt eine 3, hat nur ein Püppchen draußen. 1, 2, 3. Kann also nichts machen. Das ist jetzt der Wurf für Gelb. Der erste. Gelb, kommt Gelb. Oh, jetzt diesmal vielleicht aus dem Spiel raus. Ah, Gelb. Oh, wenn Gelb jetzt... Also Gelb ist jetzt so langsam schon so ein bisschen abgefuckt, muss man sagen. Also Gelb ist unglücklich. Weil Gelb sitzt ja schon so lange einfach in dieser Ecke. Macht einfach gar nichts. Gelb sollte wegen Inaktivität disqualifiziert werden. So, Rot ist jetzt aber wieder dran. Aktuell nichts vor sich. So, Blau ist weit weg. Wird er gejagt? Hat gleich die Hälfte des Weges hinter sich mit einer 1. Oh, ist unzufrieden. Gelb ist ja, Rot. Rot ist ja, wie gesagt, aggressiv. Mit einer 1 sehr unzufrieden. Aktuell würde ich sagen, ist Grün am nächsten dran am eigenen Häuschen. Hat aber nur einen draußen. Blau jetzt mit der Möglichkeit. Eine 2. Eine 2 für Blau. Folgende Situation. Blau wird sich immer noch nicht auf dieses Feld stellen. Blau kann nicht sich selber schlagen. Also setzt Blau hier hinten nach vorne. Um Rot weiterhin zu verfolgen, auch ein bisschen taktisch gedacht. So, vielleicht können wir Rot so wenigstens aufhalten, sonst schlägt Rot nachher unsere oder kommt halt weit voran. Grün jetzt dran.
Mit einer 4. Der Taktiker hat sich selber ins Abseits gestellt. Unglücklich von Blau gelaufen, muss man sagen. Denn wird jetzt von Grün geschlagen. Zack, geschlagen. Harte Nummer, harte Nummer. So, jetzt die Frage. Kann Gelb diesen Zug wenigstens ein Püppchen aufs Spielfeld schicken? Nein, Gelb bleibt weiterhin im Haus drin. Wie viele Runden Blau jetzt schon nicht auf das Feld wollte, weil Blau dachte, dann kommt Gelb raus und das nie passiert ist. Ist ein bisschen lustig. Kommen wir zu Rot. Rot jetzt wieder ein bisschen weiter unter Zugzwang. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kann sich ein bisschen lösen. Grün jetzt kurz. Hier, kurz vorm Ziel. Mit einer 2. 2, da gibt es nicht viel zu überlegen. Jetzt die Frage, kann Gelb diese Runde raus? Eine 1. Eine 1. Oh, da wäre die 6 fast gewesen. Ich habe Blau übersprungen. Ja, Grün. Grün hat sich verfrüht. Ja. Grün hat sich verfrüht den Würfel genommen, weil Grün so verwirrt ist. Die 2 war für Blau. Grün 2 zurück. Die 2 war für Blau, Entschuldigung. So, das heißt, wir würfeln jetzt für Blau. Ne, die 2 war ja für Blau. Oh, die 2 war für Blau. Ja, wir sind jetzt mal nicht zu hart zu Grün. Das kann passieren für diese Uhrzeit. Das kann passieren. Naja, die 2 zählt aber nicht für Blau. Weil Grün hat ja gewürfelt. Das ist so wie bei Mensch, ärgere dich nicht, wenn du den Würfel nimmst. Dann zählt die Zahl ja auch nicht für den anderen. Das heißt, die 2 zählt nicht für Blau, sondern Blau darf neu würfeln. Ich entscheide. Und damit hat Blau eine 5 und setzt ihn hier. So, jetzt darf Grün es. Ich glaube, Blau hat auch ein bisschen zu lange gebraucht, um sich den zu nehmen. Oh, Grün auch nur jetzt mit einem nach vorne. Jetzt die Frage, kann Gelb denn vielleicht endlich eine Figur raussetzen? Hey, was passiert da? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Entschuldigung. Er ist würfeln, nicht F. Gelb ist draußen in der Sekunde, wo Blau das erste Mal hier vorbei sich getraut hat. Ist jetzt so, zick. Ich bin da, Bitch. Und würfe jetzt eine 3. Nein, tut's nicht. Sondern eine 5. Setzt sich damit direkt vor Blau. Gucken wir mal. Rot ist jetzt dran. Und könnte Blau schlagen mit einer 4. Also Gelb ist da. Hohohoho. Und Rot schlägt Blau. Blau kriegt's gerade aufs Maul. 1, 2, 3, 4. Autschi. Getroffen. Aber Blau hat immer noch einen draußen und ist jetzt auch dran und kann Gelb direkt wieder zurück ins Haus schicken. Mit einer 2. Und es kommt. Aber eine 1. Zack. Geht's nach vorne. Blau hat echt viel Pech. Blau hat richtig viel Pech. Grün jetzt. Kurz. Oh, Grün ärgert sich jetzt. Grün ist ein bisschen verpeilt, aber ärgert sich jetzt. Jetzt, seitdem, wo Grün hier so vorne ist, kommt's nicht richtig ins Häuschen rein. Nicht so recht ins Häusle rein. So, Gelb. Was macht Gelb? Würfelt eine 4. Jawohl. Und Rot würfelt eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann niemanden schlagen, muss raussetzen also. Kann auch mit einer 2 niemanden einschlagen, muss also Feld freimachen. Blau jetzt wieder am Kampf. Oh, auch eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann niemanden schlagen, muss also auch raussetzen. Und dann kann niemanden schlagen mit einer 1 versetzen. Grün jetzt denkt sich so endlich mal, komm. Jetzt gönn mir doch mal was, womit ich in mein Häuschen reinkomme. Da ist gerade Blau hinten rausgekommen. Kommt Grün jetzt ohne 5. 1, 2, 3, 4. Und Grün ist die Farbe, die als erstes ein Püppchen im Häuschen hat. Nur jetzt der Nachteil. Grün darf jetzt nicht dreimal würfeln.
Weil dafür muss das Feld, dafür muss das Püppchen dastehen, um dreimal würfeln zu dürfen. Ja, grün ist stark. Grün ist stark, diese Runde, muss man wirklich sagen. Wurde sogar schon bestraft für einen Fehler. Trotzdem erstes Püppchen im Feld. Gelb kann jetzt mit einer 3 rot schlagen, aber es wird eine 1. Gefährliche Geschichte für Gelb hier. Aber Gelb kann nicht anders. Rot wiederum. Eine 1. Stellt sich hier nach vorne, kann nämlich nichts schlagen. Blau könnte eine 6 Gelb schlagen. Macht aber eine 2 und geht dann hier nach vorne. Grün. Eine 6, wow. Lacker Grün könnte man sagen. Richtig lucky. Eine 4, kommt also nicht bis hier oben dran. Stellt sich nach da. Geht jetzt auf die Verfolgung von Rot. Gelb. Eine 6. Kann niemand mit einer 6 schlagen. Muss da stehen bleiben. Muss stattdessen hier ein Püppchen aus dem Haus holen. Und noch eine 6. Also wer auch immer hier blau, ne? Also ich fühle es. Blau kriegt aufs Maul. Das ist hart. Das war ein Jaysha Move, sozusagen. Also das ist hart. Gelb Comeback jetzt. Also wirklich, Gelb ist jetzt wieder vor Blau. Also hier ist nie was gelaufen. Hier ist nie was gelaufen. Gelb darf sogar nochmal wegen der 6. Gelb ist die Rasur. Killt in einem Zug 2 gegnerische Püppchen. Unglaublich. Das zählt jetzt natürlich, weil er Rot hat gewürfelt. Rot kann mit 6 nicht schlagen, ist also instant wieder draußen. In Gelb hat sich jetzt all dieser Hass aufgestaut, der sich angesammelt hat, dadurch, dass Gelb nicht rausgekommen ist. Rot darf nochmal mit einer 6. Aber nur eine 1. Kann niemanden schlagen damit, muss freimachen. Jawohl, Blau ist dran. Hat aktuell nur einen draußen, würfelt eine 4. Nichts weiter. Spannendes. Grün wiederum eine 3. Grün würde jetzt natürlich gerne das Püppchen hochsetzen. Hat aber kurzen Moment der Intelligenz gehabt. Und sagt sich, darf ich nicht. Denn ich muss schlagen. 1, 2, boom. Weggeschlagen. Das wiederum war jetzt für Gelb. Gelb kann 2, 4, 5. Ne, Gelb kann keinen mit 6 schlagen. Gelb holt das dritte Püppchen aufs Feld. 2, 4 mit 6. Mit 4 kann auch keiner geschlagen werden. Muss also freimachen. Rot. Eine 4. Hat keine große Wahl. 2, 4. Setzt sich dahin. Blau. Auch keine große Wahl, muss die 1 setzen. Grün jetzt, vielleicht nochmal die 3. Nein, eine 2. Was macht Grün? Setzt Grün jetzt ins Häuschen nach vorne? Eigentlich nicht. Weil Grün denkt sich, eine 3 zu würfeln ist ja genau. Also was bringt mir das? Eine 3 zu würfeln ist genauso wahrscheinlich wie eine 1 zu würfeln. Dadurch habe ich nichts gewonnen. Also geht Grün 2 nach vorne. Gelb wiederum. Mit der 6. Kann niemanden schlagen, holt das letzte Püppchen raus. Gelb jetzt mit allen Püppchen aus dem Feld, das heißt, es muss nicht mit der 5 freigemacht werden. Wichtiger Faktor. Holt dann auf. Das ist die Taktik von Gelb. Will hiermit nicht überholen und holt dann lieber auf, um 2 Chancen zu haben, Rot zu schlagen. Also lieber den Gegner schlagen als selber vorankommen, ist bei Gelb so ein bisschen das Ding. Rot jetzt dran. Mit einer 4. Nach vorne. Blau. Nee, Gelb muss nicht freimachen, weil ist kein Feld mehr da. Kein Ding mehr da. Blau mit der 6. Kann niemanden schlagen. Muss rauskommen. Und kann auch mit der 4 niemanden schlagen. Muss also freimachen.
Grün jetzt. Vielleicht jetzt endlich die 3. Nein, eine 4. Grün muss sich vor Gelb stellen. Eine gefährliche Sache. Gibt es keine andere Wahl. 2, 4. Eine 3 für Gelb. Grün hat's erwischt. Ein schmerzhafter Fall. Bäm. Rot hat aktuell nur ein Püppchen auf dem Feld. Kann nicht viel machen. Bei Blau 2 Püppchen auf dem Feld. Hier kann nichts geschlagen werden. Blau muss raussetzen und kann nicht freimachen. Kann nicht freimachen, weil sie selber in den Weg gestellt wurde. Das heißt, einer der beiden anderen darf bewegt werden. Also nimmt Blau den vorderen natürlich. Und jetzt kann Blau freimachen und muss entsprechend auch freimachen. Grün jetzt. Oh, Grün ist so lacker. Grün ist so lacker. Macht jetzt hier den Schritt nach vorne und darf in der nächsten Runde dreimal würfeln. Gelb. Mit einer 5. Kann niemanden schlagen. 2, 4, 5. Geht nach vorne. Rot. Rot schlägt. 1, 2, 3. Blau hinfort. Oh, so langsam entwickeln sich hier Dinge, sag ich euch. Blau ist aber instant wieder da. Blau kann nicht schlagen mit einer 6. Instant wieder da. Hallihallo, hallo, hier bin ich. Mit einer 5 kann auch nicht geschlagen werden. Muss also freimachen. Stellt sich dahin direkt vor Rot. Heftig. Grün darf jetzt dreimal würfeln, um einen rauszuschicken. Aber schafft keine 6. Gelb dann wiederum. 2, 4, 5. Mit 5 hätte Gelb einschlagen können. Hat aber keine 5 gewürfelt. Also einfach 2 mit dem vordersten nach vorne. Rot zieht an Blau vorbei oder schlängelt sich zwischen den Blauen. Versucht es, schafft es auch. Denn Blau würfelt eine 2. Mit der 2 geht Blau lieber mit dem vordersten nach vorne, weil es kann nichts geschlagen werden. Das ist jetzt der grüne Wurf, der erste. Leider keine 6. Oh, da ist die 6. Grün instant draußen. Und nochmal eine 6. Wow. Und nochmal eine 6. Warte. 2, 4. Ne, kann keinen schlagen mit einer 6. Und einer 3 muss also freimachen. Weil mit 3 kann auch nicht geschlagen werden. Also Grün hier mit einem guten Zug. Guten Zug, da hat man sehr viel Skill gesehen im Spiel. Ja? Und hat hier einen rausgeholt. 2 sogar auf einmal. Gelb jetzt. 4 Püppchen auf dem Feld. Würfelt eine 4. Kann niemanden schlagen. Und denkt sich, dann ziehe ich doch lieber nach, als mich zum Ziel zu machen. Und geht nach vorne. Weil der hier steht da, ist mit einer 3. Rot jetzt mit nur einem Püppchen am Feld, kämpft ums Überleben und muss sich auch noch dahin stellen. Kann von Blau mit einer 5 geschlagen werden. Und von Grün mit einer 6. Blau würfelt allerdings eine 3. Und überlegt jetzt, was mache ich? Blau, wie gesagt, der Defensivere. Kann niemanden schlagen mit einer 3. Und verfolgt weiter Rot. Grün jetzt. Mit einer 2. Es war kurz die 1 da. Grün denkt sich, ich versuche zu fliehen. Mit der 2 rennt Grün nach vorne. Und Gelb die 4. Gelb geht jetzt die Chance ein. 2, 4. Stellt sich direkt vor Blau, weil selber konnte hier nicht nachgezogen werden und die 2 hier hinten sind zu irrelevant. Also hat man sich so entschieden. Rot jetzt mit der Chance zu schlagen, aber nein. 2, 4, 6 kann hiermit nicht schlagen, muss also rausholen und nimmt die 4. Jetzt wiederum ist Schlagen wichtiger als Freimachen. Und tötet Blau.
Jetzt muss Rot allerdings im nächsten Zug freimachen. Blau. 1, 2, 3, 4, 5. Ist sauer. Gibt sich ein bisschen Genugtuung, indem man sich bei Grün rächt, obwohl Grün damit gar nichts zu tun hat. Und dann streitet man sich so ein bisschen. Grün dacht, was habe ich damit zu tun? Warum rächst du dich an mir? Und so. Blau so, naja, Hauptsache ich töte jemanden. So, Grün würfelt eine 1 und geht einen nach vorne. Und Gelb würfelt die 1. Denkt sich, was macht Gelb mit der 1? Versucht hier einfach einen nach vorne zu gehen. Da gibt es ja nicht so viel, was möglich ist. Rot. Na, auch eine 1. Rot muss jetzt vom Haus freimachen. Hat keine Wahl. Blau eine 3. So oder so muss an Leuten vorbeigesprungen werden. Da entscheidet man sich von Blau-Seite aus an Rot vorbeizuspringen. 1, 2, 3. Und jetzt ist Grün wieder dran. Aktuell nur einen wirklich draußen mit einer 3. Stellt sich hier also hinten an bei den Gelben. Und Gelb. Nee, Blau hat sich dafür entschieden, sich hier hinzustellen, sich nicht vor Gelb zu stellen. Gelb würfelt eine 3. Und flieht damit weiter. Rot. Eine 1. Kann damit keinen schlagen, geht hier einen nach vorne. Jetzt so langsam wird es ein bisschen kompliziert. Blau auch eine 1. Geht auch einen nach vorne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Grün jetzt eine 5. Hat auch keine Wahl. 2, 4, 5. Kann jetzt von Gelb sofort sowohl mit einer 3 als auch einer 4 geschlagen werden. Ganz gefährliches Spiel. Aber Gelb würfelt eine 5. 2, 4, 5. Und denkt sich, okay, dann gehe ich mit meinem Main nach vorne. 2, 4, 5. Denn Gelb steht jetzt auch kurz vom Ziel. Rot. Mit einer 2. Oh. Oh. Shit. Rot trifft Blau. Schmerzhaft für Blau. Schmerzhafte Geschichte für Blau. Was kann Blau darauf antworten? Eine 1. Starke Antwort, Blau. Grün jetzt. Kommt, versucht nach vorne zu kommen mit einer 2. Nicht wirklich viel gerissen. Gelb auf der anderen Seite. Auch nur eine 2. Gelb sneakt sich so schön auch ins Ziel, ne? Rot eine 1. Rot denkt sich, ich geh auch mal so Richtung Häuschen. Blau unzufrieden. Auch nur eine 1, hart. Hart, hart, hart. Grün dafür eine 5. Hat jetzt Angst vor Rot natürlich. Hat aber keine Wahl. Muss das so setzen, wie gesetzt wurde. Gelb jetzt mit der Chance. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Gelb denkt sich, das ist mir zu gefährlich. Das ist mir zu gefährlich. Das ist mir zu gefährlich. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich mich jetzt da hinstelle, dann schlägt mich Rot. Das geht nicht. Ich schicke einen anderen nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Aber nicht den, der dahin geht. Wobei aber die wollen auf Rot warten. Um den zu schlagen. Deswegen geht Gelb doch dahin. Rot jetzt die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl, muss geschlagen werden. Keine Wahl. Blau mit der 4. Geht 4 nach vorne. Grün sneakt sich so ein bisschen durch. Wird aber von Rot natürlich verfolgt. 2 jetzt. Gelb will jetzt weiter Richtung Ziel kommen. Kurz davor, wirklich kurz davor. Und, oh, Rot 1. Rot schlägt beide Gelbe hier.
Krasse Nummer, auch kurz vom Ziel. Blau mit der 3, 1, 2, 3, hat ja keine Wahl. Grün jetzt mit auch der 3, hat auch keine Wahl, 1, 2, 3. Gelb jetzt kann ins Häuschen kommen. Kann's nicht. Muss raussetzen und dann eine 1 muss freimachen. Gelb bleibt weiter da stehen, aber gerade gibt es nicht viel Gefahr, außer von Blau vielleicht. Rot mit der 4 kommt sich auch weiter, kommt weiter dem Häuschen näher. Blau jetzt vielleicht die Gefahr. 5. 2, 4, 5. Ganz kurz vorm Gelben. Vielleicht ist die Rache da. Grün. Oh, mit der 1. Damit ist der Gelbe Geschichte. Aber der Gelbe kommt jetzt vielleicht rein. Die 6 hat gesessen. Also damit kann nicht geschlagen werden. Gelb muss raussetzen. Aber dadurch ergibt sich jetzt natürlich die Chance, muss jetzt auch hier versetzen, weil nichts geschlagen werden kann. Dadurch ergibt sich jetzt die Chance für Blau, den Gelben kurz zu schlagen. Kurz vorm Ziel zu schlagen. Das wäre ja schon hart. Aber Rot jetzt, die zweite Farbe, 1, 2, 3, die ein Püppchen im Ziel hat. So, Blau, würfelt Blau jetzt die 2. Das war insane unlucky für Gelb. Insane unlucky für Gelb. Holy shit. Ich kann das alles nicht mehr. Blau maximal Hass erfüllt. Gelb Flip Table. Hab so gebetet. Chat ist emotional am Start. Ja. Es tut mir leid, für Gelb, Blau ist da gekommen und hat geschlagen. Da machst du nichts. Während Grün sich hier weiter das zweite Püppchen Richtung Ziel sichert, ne? Gelb auf der anderen Seite. Bringt Gelb dann jetzt auch nicht mehr so viel. Kann das dritte Püppchen rausholen. 2, 4, 6 auch nach vorne setzen. Darf auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5 und schlägt Rot. 2, 4, 5. Was natürlich für Rot auch blöd ist, weil Rot kann jetzt entweder eine 6, eine 1 oder eine 2 was machen und mit den anderen gar nichts. Gucken wir doch mal, was Rot würfelt. Eine 5. Guck, damit kann Rot jetzt gar nichts machen. Damit geht der Würfel automatisch weiter an Blau. Mit einer 2. Nicht optimal. Vor allen Dingen aktuell würfelt wieder Gelb viele Sechsen. Oh, Grün mit der 2. Auch noch nicht sicher mit dem zweiten. Was macht Gelb? Blau wird in die Steinzeit zurückgebombt. Ich habe das Gefühl, dass es hier eine ultra krasse Fehde gibt. Zwischen bin gebrochen. Zwischen Blau und Gelb. Gerade Blau und Gelb hassen sich. Hassen sich übelst krass so. Ja, Blau ist halt back. Da, wo man angefangen hat, ne? Und jetzt muss auch Gelb nicht freimachen, weil keine Püppchen drin sind und damit setzt Gelb dann einfach den vordersten. Rot jetzt am Start mit einer 4 kann Rot nichts mit anfangen. Gar nichts. Blau darf jetzt dreimal würfeln. 1, 2. Da wäre fast gewesen.
Aber wart nicht. Damit bleibt Grün erstmal entspannt. Oh. Aber da kommt die 6. Unverhofft. Und die 3. 1, 2, 3. Da muss freigemacht werden. Grün bleibt also da erstmal stehen. 5 für Gelb. Gelb also mit dem Vordersten weiter nach vorne. Rot, jetzt vielleicht. Rot, jetzt auch so. Vierter Wurf hintereinander, wo so nichts passiert. So. Rot kann nichts machen. Blau darf wieder dreimal würfeln. Dreimal würfeln. 1. Da ist die 6. Die 6 ist da. Die 6 ist da. Was passiert jetzt? Und die 4. Und Grün. Jetzt unter starkem Zugzwang. Grün muss jetzt mal langsam ins Haus rein. Schafft es aber nicht. Schafft es nicht. Nur knapp davor. Kann von Blau geschlagen werden. Mit einer 5. Gelb jetzt wieder dran. Kann aber auch wiederum Blau schlagen mit einer 5. Aber nein, würfelt eine 6. Und ist damit die doch viel größere Gefahr für Grün. Weil geht natürlich nach vorne. 2, 4, 6. Kann nämlich jetzt nochmal würfeln. Und würfelt die 5. Aber die 5 ist nicht geschlagen. Die 5, 2, 4. Die 5 ist hierhin. Und dahin geht Gelb auch. So, jetzt Rot wieder. Gerade so ein bisschen out of game. Immer noch out of game. Kann nichts machen mit einer 4. Blau jetzt. Mit der 5 könnte Grün geschlagen werden. Damit könnte Blau zur meistgehassten Farbe dieses Spiels aufsteigen. Es ist aber eine 1. Eine 1. Einen nach vorne. Grün. 1, 2 oder 3. Dann würde Grün jetzt hier reinkommen. Aber macht eine 5. Macht eine 5. Grün weiterhin nicht drin. 2, 4, 5. Gelb jetzt wieder dran. Gelb würfelt eine 5. Kann niemanden schlagen. Geht weiter nach vorne. Gelb jetzt auch wieder stark vorm Ziel. Ja, Rot jetzt. 1, 2 oder 6. Komm. Rot spielt weiterhin nicht mit. Blau jetzt vielleicht mit der 4. Nein, wieder nur eine 1. Wieder nur eine 1. Grün jetzt. 1, 2 oder 3. Kann damit ins Ziel kommen. Es macht eine 5. Es macht eine 5. Grün kommt weiterhin nicht ins Ziel rein. Das kann nicht sein. Aber eine 5. 2, 4, 5. Nach vorne. Gelb jetzt wieder. Gelb. Was kann Gelb machen? Eine 4. Kann Grün nicht schlagen. 1, 2, 3, 4. Kann auch nicht ins Haus, aber nähert sich dem an. Rot, mal gucken, spielt Rot jetzt wieder mit? Ja, Rot spielt wieder mit. Mit der 6 und der nächsten 6 und einer 4. So, Blau, jetzt mit der 3, um Grün zu schlagen, ist dem jetzt so? Nein, Alter, was ist hier los? Würfel schon wieder eine fucking 1. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt Grün, die dritte Chance. 1, 2 oder 3. Und Grün ist drin. Oh, Grün, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Grün. So, 2, 4 setzt Grün dann stattdessen hier nach vorne. Gelb wieder. Ne? Jetzt vielleicht mit 1, 2, 3 oder 4. Ne, Gelb mit der 6. Und damit auch kann Grün geschlagen werden, ne? 2, 4, 6, ja genau. Schlägt Grün. Hier. Und darf nochmal mit einer 3. Ah ja, und kann jetzt hier dadurch ins Ziel, ne? Ja. 1, 2, 3. Rot. Mit einer 4. Einfach nach vorne. Und Blau ist dran. Jetzt mit der 2. Kann Blau jetzt Grün schlagen? Blau. Das ist brutal, Blau. Das ist sehr brutal. Aber es ist passiert. Dieses Play von Blau ist insane. Der Chat dreht durch. Warte mal, was habe ich denn da gerade gemacht? Moment. Ja, so ist richtig. Da gab es kurz einen Intruder in den blauen Reihen. Ja. Damit führt Grün zwar theoretisch, je nachdem wie man rechnet,
darf jetzt auch wieder dreimal würfeln. Aber harter Rückschlag. Ganz harter Rückschlag, nachdem man so lange vorm eigenen Ziel stand. Man bleibt auch im Ziel. Bleibt auch drin. Oh, die 6 wieder von Gelb. Was ist los mit Gelb? Gelb ist hier im Kommen. 2, 4, 6. Und man darf nochmal. Die 2. Einfach 2 nach vorne. Rot wird sich auch immer eine 2 freuen. Bekommt sie aber nicht. Bekommt eine 1. Geht also hier einen nach vorne. Blau hat so ein bisschen Genugtuung einfach durch Rache bekommen. So allgemein. 2. Das wäre falsch. Man muss natürlich jetzt raussetzen. Und die 3, um zu versetzen. Grün jetzt wieder, darf dreimal werfen. Ja, Rot 1 nach vorne im Haus finde ich immer einen verschwendeten Zug, ehrlicherweise. Das ist vielleicht was Persönliches, aber wie gesagt, es ist genauso wahrscheinlich, demnächst die 2 zu würfeln. Warum sollte man die 1 dann verschwenden? Grün bleibt weiterhin unbeteiligt jetzt. Rot holt einen raus. Schlagen, schlägt, freimachen. Rot schlägt. Oh, habe ich einen über... Scheiße. So, ich habe einen übersprungen scheinbar. So. Gelb hat die, 6 gewürfelt, ne? Gelb war 6. Habe ich aber noch nicht versetzt, ne? Oder habe ich das schon versetzt? Stimmt, jetzt muss auch neu gewürfelt werden. Aber jetzt ist alles wieder richtig gesetzt, ja? Also ich dachte ja, hier die 6 käme raus und dann rot geschlagen mit der 4, aber blau geschlagen mit der 4 haben wir aber nicht gemacht. Also machen wir gelb jetzt neu würfeln, weil da der Falsche gewürfelt hat. Gelb würfelt neu und würfelt eine 3. Und setzt den nach vorne. Rot mit der 2, oh, da freut sich Rot. Setzt den hier nach vorne. Blau mit der 5. Kann keinen schlagen. Geht einen nach vorne. Grün darf wieder dreimal. Kommt nicht raus. Grün kommt nicht raus. Kriegt keine 6 hin. Gelb die 4. 2, 4. Rot. Die 4. 2, 4. Blau. Die 5. Kann damit niemanden schlagen. Könnte ich hier hingehen oder dahin. 2, 4, 5. Setzt dann den. Grün jetzt wieder mit dreimal würfeln. Grün chillt noch so eine Runde, ne? Ein bisschen chillen, denkt sich Grün. Ein bisschen ausruhen, den anderen eine Chance lassen. Kommt nicht raus. Gelb jetzt. Wieder mit der 6. Krass. Gelb ist krass. 2, 4, 6. Ja, geht nach vorne. Gelb noch eine 6. 2, 4, 6. Alter, Gelb noch eine 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Gelb ist drin. Gelb hat den 2. drin. Und Gelb würfelt eine 2. Hier drin kann sich nichts bewegen. Also bewegt Gelb den. Krass. Gelb jetzt hier in Führung, nachdem am Anfang gar nicht mitgespielt wurde. Rot die 5. Geht also dahin.
Blau die 4. Ja, Blau muss halt nach vorne gehen. Gelb wird da ewig stehen bleiben. 2, 4. Blau muss hoffen. Keine andere Wahl. Grün ist back in the game. Back in the game für Grün. Back in the game. Gelb mit der 3. Hart. Hart, hart, hart. Wird geschlagen von Gelb. Ja, die Fehde geht weiter. Die Fehde geht weiter. Gelb ist einfach brutal zu blau. Rot mischt hier auch so ein bisschen mit. Mit der 5. 2, 4, 5. Stellt sich hier vorne hin. Blau hat jetzt nur noch den da hinten. 1, 2, 3. Und Grün. Eine 2. Gelb. Eine 5. Ja, man kann sich schon dahin stellen. Würde ich sagen, Rot mit der 6. War das 2? Ja, nee, kann niemanden schlagen. Rot mit der 6. Hohohoho. Manchmal ergeben sich einfach so Dinger, ne? Manchmal kriegt man genau die Sachen, die man haben will. Und ich glaube, Rot wollte die genau die haben. Blau mit der 1, ganz langsam. Das ist einfach Mobbing. Hat Geld verdient. Grün jetzt. Mit der 4. Uff. Uff. Rot kriegt direkt die Retourkutsche von Blau. Von Grün. Schmerzhaft. Schmerzhaft, schmerzhaft. Die 4 für Gelb. Ja, Gelb würfelt keine kleinen Zahlen, ne? Sonst könnte es hier mal in dem Haus vorangehen, aber da passiert gar nichts. Zwei, vier für Gelb. Und Rot mit der 1. Keine große Wahl. Blau mit der 4. 2, 4. Und Grün mit der 1. Unglückliche Position. Aber nicht schlimm. Gelb würfelt direkt. Eine 4. 2, 4. Rot mit ebenfalls der 4. 2, 4. Und Blau. Schwach geworfen. Na, 1. So, wieder bei Grün mit der 6. Kann niemanden schlagen. Muss da stehen bleiben. Muss rausholen. Und jetzt. Huhu. Die 1 muss nach vorne gesetzt werden. Hier, um frei zu machen. Gelb ist dran. Kann mit 6 Grün töten. Ist aber nicht der Fall. Es wird eine 3 gewürfelt. Hier geht es nicht voran. Also setzt man den nach vorne. Rot würfelt eine 4. 2, 4. Muss sich hier hinstellen. Keine andere Wahl. Blau würfelt eine 2. Ja gut, Blau hat auch nicht viel auszuwählen, sage ich jetzt mal. Grün. Eine 4. Kann nicht Blau schlagen mit einer 4. Setzt also den 4 nach vorne. Gelb mit einer 4, ebenfalls einer 4. Gelb kriegt die einfach, daran wird Gelb nachher scheitern, glaube ich, dass die nicht geordnet werden. 4 nach vorne für Gelb. Rot. Eine 6. Und eine 3 muss versetzen, ja. Blau. Eine 3. Blau eine 3. 1, 2, 3. Warum nicht bei Gelb die 3 im Haus? Man darf nicht überspringen. Man darf nicht hier rüber springen. Der muss erst einen nach vorne setzen und dann eine 2 zum Beispiel wäre eine Option. Grün nur eine 1. Kann niemand schlagen. Setzt einfach den vordersten. Gelb. Eine 1. Jo, so zum Beispiel. Kann keinen schlagen. Setzt den vordersten, dass zumindest der erste richtig im Haus sortiert ist. Rot schafft eine 4, kann auch keinen schlagen, geht den 4 nach vorne. Blau
Eine 6. 2, 4, 6. Keinen schlagbar. Setzt raus. Und eine 3. Keinen schlagbar. Schließt auf. Grün. Mit der 4. Kann auch keinen schlagen. Bewegt sich einfach gerade so ein bisschen nach vorne. Gelb. Mit der 6. 2, 4, 6. Schlägt rot. Gelb. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ist auf jeden Fall gelb, meine ich. Schlägt rot. Also gelb ist hier schon hart gewesen. Darf außerdem nochmal. Und würfelt eine 5. Ja, setzt den nach vorne. Ja, Gelbs Würfelglück ist wirklich krass. Also ich würde, das sollte sich mal jemand angucken, habe ich das Gefühl, ne? Rot ist dran, mit der 6. Kann niemanden schlagen, muss rauskommen. Direkt vor Grün, direkt wieder eine 6. 2, 4, 6. Und darf natürlich nochmal. Nochmal mit einer 6. 2, 4, 6. Kann niemanden schlagen, muss rauskommen. Muss jetzt nicht mehr frei machen. Und würfelt eine 5. 2, 4, 5 und setzt sich damit dahin. Auf einmal alles wieder bei Rot raus. Und Blau setzt hier einen nach vorne. Grün jetzt dran. Sieht sich konfrontiert mit mehreren Roten. Was soll Grün tun? 1, 2, 3, 4, 5. Ist sehr gefährlich, sich davor zu setzen. Grün wird nochmal, glaube ich, eher abwarten und nimmt 2, 4, 5 hier. Gelb auf der anderen Seite denkt sich, Gott sei Dank kriege ich mal eine 2, denkt sich Gelb und setzt hier nach vorne und ist damit richtig gut am Start. Rot mit einer 5, kann niemanden schlagen, 2, 4, 5, 2, 4, 5, stellt sich also dahin. Jetzt würfelt Blau wahrscheinlich eine 3. Nein, eine 4, 2, 4, 2, 4. Stellt sich dann dahin. Grün mit der 1. Das hat sich Grün erhofft. Schlägt damit Rot. Ist jetzt natürlich an eine Stelle, wo die 6 kommen kann, aber hey. Gelb jetzt mit der 6. 2, 4, 6 kann da nicht schlagen, muss einen rausholen. Oh. Weiß ich jetzt auch nicht, ne? Bin Ben. Kein Bock mehr. Blau sagt. Ja, weiß ich nicht. Das ist hier so ein bisschen Helms Klamm, ne? Also da kommt niemand, also wenn Blau da mal vorbei will, kommt direkt Gelb, direkt so zack. Fuck you. Also das ist schon jetzt mehrfach passiert, würde ich sagen, ne? Schon hart. Rot. Mit der 5. Kann niemand schlagen. Und geht damit hier nach vorne. Blau. 4. 2, 4. Ja, um Blau steht es gerade nicht ganz so positiv. Grün. 2, 4, 5. Kann niemand schlagen. Stellt sich vor Rot. Weil es so oder so geschlagen werden kann. 2, 4, 5. Ob man jetzt mit einer 6 geschlagen wird oder einer 2, gleiche Chance, denkt sich Grün wahrscheinlich. Man muss hier mal so ein bisschen vorankommen. Vorankommen denkt sich auch Gelb. Krass. 2, 4, 6. Hier kann keiner geschlagen werden. Also Gelb ist wirklich sass, ey. Ich glaube, Gelb wird unterstützt von irgendwie. 2, 4, 5. Und es ist direkt drin. Noch nicht so enttäuscht von einer Farbe gewesen. 2, 4, 5. Ist direkt drin. Ist krass. Damit drei Püppchen in Gelb drin. Gelb ballert richtig rein. Insane. Okay, Rot. Nur eins.
Rot denkt sich, ich will schon meinen zweiten auch mal drin haben. Blau eine 5. 2, 4. Ja gut, das ist jetzt dumm gelaufen für Rot, sage ich jetzt mal, diesen einen da nach vorne zu setzen. Grün mit der 5. 2, 4, 5. Muss Gelb schlagen. Hier. Rot dann. Mit der 1. Hier setzt einen nach vorne. Und Blau auch mit der 1. Setzt einen nach vorne. Stopp, 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 stopp. Verzählt. Ich habe mich verzählt, ich habe mich verzählt. Da stand Grün, ne? Und da stand Gelb. Grün hatte 5. Warte mal. Was habe ich denn? 1. Ja, was habe ich denn jetzt alles falsch? Grün kommt dahin, ne? Na, dann ready, okay. Dann ist Gelb dran. Eine 6. Rot ein hinter Grün. Sorry, habe ich den falsch versetzt? Kann sein. Ich dachte, ich hätte Rot dann schon gesetzt. Ne? Nee, aber war dann wahrscheinlich nicht so. Also Gelb hat auf jeden Fall eine 6. Und Gelb kann ja nur dann einsetzen. 2, 4, 6. Und dann eine 5. 2, 4, 5. Dann Rot. 1. Trifft Grün. Blau. Ich stopp. Wem hat gesagt, es ist so richtig? Ist auch richtig. Ist alles richtig. William ist hier Schiedsrichter. Wir hatten jetzt hier die 1 gewürfelt. Blau, ne? Habe ich die schon gesetzt, die 1? Muss ich noch? Gut. Oder, also, ist es überhaupt schon gewürfelt für Blau? Die 1 ist gewürfelt für Blau. Und die setze ich jetzt nach vorne. Ja, okay, alles klar. Weiter geht's. Grün. 4. 2, 4. Gelb. 2. Rot. Darf 3-mal. Oh, guck mal, Rot ist back. Eine 4. Blau. Eine 2. Grün. Eine 6, 2, 4, 6, kann keinen schlagen, setzt raus. Eine 5. Kann auch damit keinen schlagen, muss versetzen. Gelb.
Eine 1. Da freut sich Gelb. Rot. Eine 6. Kann keinen schlagen. Setzt raus. 2 muss freisetzen. Ich kann fast keinen geraden Gedanken mehr fassen hier, ey. Okay, 2 für Blau. Kann nur den setzen. Grün macht 3. Oh, Blau ist ja so sad. 1, 2, 3. Oh, Blau ist so sad. Oh Mann, ey. Okay, Gelb. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja, da steht Gelb auch nicht gut. Rot. Eine 3. 1, 2, 3. Blau. Darf jetzt 3-mal. So, als wenn Blau nie gespielt hätte übrigens. 1. 4. Keine 6 getroffen. Grün ist dran. Und 2. Gelb versucht jetzt natürlich da wegzukommen. 1, 2, 3. Rot. Mit der 4. 1, 2, 3, 4. Rot verfolgt Gelb weiterhin. Blau darf 3-mal. 2. 1. 3. Grün mit der 6. 2, 4, 5. Kann niemanden schlagen, muss raussetzen. Muss jetzt nicht raussetzen. 2, 4, 6 setzt sich vor Rot in der Hoffnung, jetzt nochmal was Hohes zu würfeln. Hm. Tja, schwierig. Hat sich damit vor Rot gestellt. Gelb hier potenziell auf Siegerkurs, aber nein, es wird nur eine 1 gewürfelt. Und Rot macht die 4. Und überlegt, stellt sich Rot lieber vor Gelb oder lieber vor Grün und entscheidet sich für Grün. 2, 4. In der Hoffnung, Gelb noch aufzuhalten im Siegeszug. Währenddessen jetzt Blau 3-mal würfeln darf und immer noch keine 6 würfelt. Grün dafür mit der 2. Schiebt sich an Rot vorbei. Gelb. 1. Ah, Rot kann sich richtig entschieden haben. Gucken wir mal, ob jetzt die 4 kommt. Nein, es kommt die 3. Ist ja insane. Und jetzt aber Blau wieder möglicherweise ins Spiel zu kommen. Oder spielt Blau nicht mehr mit? Blau spielt nicht mehr mit. Gut, dann wieder Grün. Die 1. Ist wurscht. Gelb. Die 4. Uiuiuiui. Rot, die 1. Rot versucht natürlich noch hinterherzukommen bei Gelb und Gelb aufzuhalten. 1 für Blau, keine 6. 2 für Blau, keine 6. 3 für Blau, keine 6. Blau ist raus. Boah, und Grün macht die... Boah, Grün setzt lieber hier, glaube ich. Gelb räumt halt aus dem Weg. Holy shit. Gelb räumt den Grünen weg. Und damit eine weitere Gefahr. Aber 2, 4, 5. Eine 5 könnte Gelb trotzdem aufhalten. Aber Rot würfelt keine 5, sondern eine fucking 1. Und Blau ist back in the game. Und würfelt jetzt eine 5. Grün jetzt. Auch eine 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Setzt den natürlich nach vorne. Gelb.
1. Oh, gefährlich für Gelb. Rot. Eine 2. Rennt auch hinterher. Alle verfolgen den letzten Gelben. Jede Farbe rennt hinterher. Blau mit einer 4. 2, 4. Oh, Grün mit der 6. 2, 4, 6. Muss Blau schlagen. Hat keine Wahl. Also mal ein kurzes Intermezzo. Kann aber auch Gelb nicht mehr schlagen. Kann aber auch nicht rein mit der 4. Sondern muss jetzt hier mit der 4 nach vorne gehen. Gelb. Oh, mit der 5 ist damit außerhalb der Reichweite von Rot erstmal. 2, 4, 5. Rot ist verzweifelt, versucht hinterher zu rennen. Mit der trifft Grün. Schmerzhaft zwischen die Beine. Autschi. Direkt vom Häuschen. Blau denkt sich, ihr seid alle so. Ich zähle die Zahl, die drüber ist. Ja, scheiße, wie vielte Mal habe ich denn gewürfelt? Das wievielte Mal war das gewürfelt? Ich weiß es nicht. Das zweite Mal, ne? Wir würfeln den neu. Der brennt. Das ist das zweite Mal. Dritte Mal. Grün. Also spätestens jetzt sitzt Blau nicht mehr am Tisch. Grün. Back in the game. Kann gefährlich werden für Gelb. 2, 4, 6. Eine 6. Eine weitere 6 würde Gelb sofort töten. Aber es ist eine 4. Muss frei machen. Gelb ist dran. Könnte jetzt mit einer 1 nicht das Spiel beenden. Rot versucht immer noch verzweifelt hinterherzukommen. Mit einer 1. Scheißt auf die Grünen. Hauptsache Gelb kriegt den nicht rein. Blau darf dreimal würfeln. Blau kommt. 2. Grün mit einer 3 jetzt. Kann Gelb aufhalten. Potenziell. Da ist sie. Da ist sie. Gelb wurde vorerst aufgehalten. Und darf jetzt dreimal würfeln. Und dabei ist Gelb wieder back in the game. Oh. Ey, der back. Gelb und die Sechsen ist insane. Rot auch mit einer 6, 2, 4, 6, 2, 4, oh ja, kann Blau schlagen. Diesmal ist es wirklich eine 6. So, Blau ist ja nur, um es aufs Maul zu bekommen, ne? Also jetzt mal legit so. Das ist halt echt. Blau darf ich jetzt doch mal wieder dreimal würfeln. Ah, guck mal, Blau ist zurück. Also, schön. Blau ist so kacke, ey. Ach, schön. Okay, Grün 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gelb nur ein 1. Oh, Gelb. Oh, Gelb. Und Rot mit der 6. Ja gut, dann muss ja Rot jetzt raussetzen, weil das schlägt ja. Und Gelb wieder tot. Und Rot setzt 4 nach vorne. Musste nicht freimachen, aber hat sich doch trotzdem dafür entschieden. 1, 2, 3 für Blau. Grüne 2. Setzt den dann natürlich nach vorne.
Ja, war von Rot jetzt nicht die smarteste Entscheidung, muss man ehrlicherweise sagen. Aber manchmal ist Rot halt auch ein bisschen dumm. Aber Gelb ist back in the game. Wieder da. Zwei. Rot. Mit der 2. Muss Blau. Nochmal kurz Drive-By die Klatsche gegeben für Blau. Grün ist wieder dran mit der 4. 2-4. Gelb mit der 4. 2-4. Rot mit der 4. 2-4. Blau darf wieder dreimal. Kriegt aber nichts gerissen. Gelb, grün mit der 4. Stellt sich vor Rot. Grün ist egal. Gelb. Auch die 4. 2-4. Rot. Macht Rot jetzt die 3. Ne, die 6 kann keinen schlagen. 2-4-6. Und eine 3. Jetzt kann aber Rot einschlagen, und zwar die Grün. War es eine 6 oder war es eine 5? Ne, es war eine 6. Alles gut. Und Rot kann jetzt... Ne, alles gut. Und Rot muss jetzt den Grünen schlagen. Ach ja, und Blau darf... Oh, Blau, back in the game. Oh, Blau, Alter, Respekt. Hier die 3 gemacht, ey. Lecko mio, ey. Und die 2 für Grün. Und Gelb düst mit einer 5 weiter nach vorne. Rot die 4 kann niemanden schlagen und hofft auch mal auf ein zweites Püppchen. Blau 5, 2, 4, 5. Oh, 2, 4, 6 kann ich schlagen, muss raussetzen. Und muss frei machen. Gelb würfelt eine 4. 2-4. Rot ist hier, muss ich sagen, ein Killer. Absoluter Killer. Blau eine 1. Grüne 4. 2-4. Gelb darf jetzt wieder dreimal. Schon wieder auf Klo, ey. Ich trinke so viel, weil ich glaube, ich die Hoffnung habe, dass mich das irgendwie das Hydrieren wach hält. Rot die 3. Kann keinen schlagen. 1, 2, 3. Kann sich zumindest vors Feld setzen. Blau die 2. Muss grün schlagen. Grün 1. Gelb darf wieder dreimal. 2. 5. 1. Rot. Macht dicht. Rot hat 2 drin. Direkt bis oben hin. Blau eine 1. Und grün eine 5. War knapp. Gelb darf wieder dreimal. Na, Gelb ist back. Alter. Gelb wieder absolutes Lack.
4 für Rot. Oh, oh, oh. Blau ist back. Und muss freimachen mit 3 Grün. Ohne 3, 1, 2, 3. Stellt sich hinter Gelb. Verfolgung ist da. 2 nur für Gelb. Ist nicht so viel. 2 auch nur für Rot. Kann nichts schlagen. Setz dich lieber dahin. Gefahr ist zu groß. Blau die 2. Kann keinen schlagen. Geht vorne weiter. Grün die 5. 2, 4, 5. Gelb jetzt vielleicht mit der 2. No, mit der 6. 2, 4, 6. Und der 3. Setz dich dahin. Alien rastet aus. Lächerlich. Rot. Wieder. Eine 6. Rot eine 6. Rot eine 6. 2, 4. Oh. Puh. Hier wird aber jetzt auch wieder. Hier wird auch wieder geballert. Und nochmal eine 3. 1, 2, 3. Blau eine 5. Stellt sich vor Gelb. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Grüne 4. 1, 2, 3, 4. Warte mal. Habe ich das richtig gerechnet? 1, 2, 3, 4, ja. Gelb. Alter. 2, 4, 6. Und eine 4. Ja, nee, alles richtig. Alles. Blau hat sich zurückgeportet. Blau muss 4 vor. Okay. 1, 2, 3, 4. So. Oder 4 oder 5. Einer schreit ins Eck. 5 vor. Also ins Eck wirklich. Okay, scheiße. Für wen habe ich jetzt gewürfelt? Rot ist dran. Habe ich Gelb schon gesetzt? Jetzt ist Rot. Okay. Rot ist dran. Alles klar, alles klar. Rot ist dran mit einer 4. 2, 4. Blau mit einer 2. Grün mit einer 3. 1, 2, 3. Gelb jetzt wieder kurz vor knapp. 2. Rot. Auch eine 2. Blau kann noch Gelb schlagen. 2, 4. Nee, kann eigentlich nicht direkt. Kann nur hier so eine 4 setzen. Und Grün. Eine 2. Und Gelb. 1, 2, 3, 4. Kommt nicht rein. Muss stehen bleiben. Rot wiederum. 1, 2, 3, 4. Kommt voran. Blau springt über Gelb. Das ist jetzt natürlich gut für Gelb. Dafür kommt aber Grün vielleicht. Muss freimachen mit einer 2. Gelb denkt sich, ach guck mal, das hat er absolute Opfer Nummer 1. Den hau ich doch auch noch mal eben weg.
Oh, Rot denkt sich, ja komm, ihr nervt mich nicht, ihr Ficker. Ich will wenigstens Platz 2 haben, so. 1, 2, 3 ist ja der dritte im Häuschen, ne? Und Blau ist wieder am Start. Oh Mann, ey. Oh, guck mal, Blau hat ja vielleicht noch eine Chance auf den Sieg, ne? Ich komme hier 1, 2, 3 draus, so. Das ist schon ja krass, ne? Boah, eine 6. Warte. 2, 4. Oh! 1, 2, 3, 4, 5. Also. Okay. Na, ist klar. Okay. Schlagen schlägt raussetzen. Grün ist dran. Jetzt muss Grün raussetzen. Eine 4. Und jetzt sagt Grün, ich will reinsetzen. Puh. Oh. Gelb ist jetzt wieder da. So. Der Gelb denkt sich, macht ihr euer Spielchen, ich gewinne eh. Rot hat jetzt hier den großen Nachteil, kann nur mit einer 1 überhaupt irgendwas machen. Das ist echt ein großer Nachteil. 1, 2, 3. Ja, Blau denkt sich Nachteil, Schmachschmal. Nachteil, ich zeige dir gleich mal Nachteil. 1, 2, 3. Ja, hier, Grün geht direkt wieder in die Verfolgung. Gelb mit der 2. Ja, Rot muss die 1 machen, sonst kommt es nicht voran. War keine 1. 1, 2, 3, 4. Okay. Grün wird hier wieder geschlagen von Blau. Und Grün macht einfach mal eine 1. So. Gelb. Gelb macht natürlich eine 6. War doch sonst. Okay, und eine 1. Oh, Rot macht eine 6. Das geht natürlich auch. Muss ja nicht eine 1 sein, ne? Also, dann wird hier ja noch spannend. Dann wird hier ja noch spannend jetzt. Also, jetzt ist hier Rot auf einmal in the game wieder. Jetzt ist hier Rot wieder in the game. Blau ist dran mit den 2. Und Grün macht 5. 2, 4, 5. Gelb darf wieder dreimal. Achso, Rot 3 vor, stimmt. 1, 2, 3. Hat ja geschlagen. Entschuldigung, mein Fehler. Erster für Gelb. Zweiter für Gelb. Dritter für Gelb. Rot jetzt wieder. 1. Oh, da freut sich Rot aber sehr. Setzt sich dahin. Blau hat eine 1, sehr gut. Grün macht eine 4. 2, 4. Ich weiß ja auch nicht, Gelb hat nicht instant eine 6 gewürfelt, ne? Ist schon ganz komisch so. Oh. Da ist die 6 wieder. Gelb back in the game. Und direkt dann auch wieder mit der 4 am Start. Aber Gelb und Rot fighten jetzt. Um den Run. Mit dem letzten Püppchen. 1, 2, 3, 4. Grün. Der 6, 2, 4, 6 schlägt nicht. Muss raussetzen. Muss jetzt nicht versetzen. 1, 2, 3 und verfolgt Rot. Gelb. Mit der 1. Das ist jetzt nicht so viel Gelb. Rot mit der 2. Aber Blau würfelt keine 6, keine Sorge. Oh, interesting.
Grün muss er jetzt nicht raussetzen. 2, 4 muss es eh nicht, weil es rot geschlagen hat. Grün hat jetzt die große Entscheidung, ob es sich da oben entfernt oder das Püppchen 2 nach vorne setzt und entscheidet sich für das Püppchen 2 nach vorne zu setzen. So, Gelb jetzt wieder in Führung. Gerade aktuell eine 2. Rot darf 3-mal mit einer 5, einer 3 und einer 2. Blau würfelt eine 1. Alter, Blau ist so scheiße. Grün würfelt eine 2 und bewegt sich jetzt natürlich hier so weg. Gelb würfelt eine 1. Rot darf wieder 3-mal. Kriegt aber nichts hin. Blau würfelt eine 5. Oh, Blau jetzt auf Verfolgerkurs von Gelb. Grün würfelt eine 6. 2, 4, 6. Und Grün würfelt eine 1. Das ist ja brillant. Okay, Gelb. Eine 1. Ohohoho, Gelb ist langsam. Gelb ist gerade ganz langsam. Rot. Ja, kommt aber nicht raus. Blau. Oh, mit der 6. 2, 4, 5. Ne, wäre eine 5, muss rausholen. Und muss frei machen. Grün jetzt. Kann mit einer 1 oder einer 2 den dritten safen. Hat aber keine 1 und keine 2. Und Gelb. Gelb ist gerade richtig, richtig nicht am Vorankommen. Was ist denn da los? 5 für Rot und da ist die 6. Gelb geschlagen von Rot. Und Rot ist wieder in Führung. Ist ja unfassbar. 2 für Rot. Moin übrigens an alle, die jetzt potenziell noch vorm Weg zur Arbeit dazukommen. 2 für Blau. Da kann man beides verargumentieren, sagen wir mal jetzt mal so. Aber Grün wird ja unwahrscheinlich. Hätte sich dann. Hätte eh keinen Unterschied gemacht. Grün jetzt. In Führung. Grün in Führung. Gelb darf 3-mal würfeln. Ja, guck mal, sind alle Mitspieler sind quasi kurz vorm Ende. Ach nee, Moment. Ja, Gelb kommt nicht raus. Und Rot macht eine 2. Blau macht eine 1. Und Grün macht eine 5. Oh, da war Gelb, da war fast die 6. Aber irgendwie sind die 6 aufgebraucht für dieses Spiel, glaube ich. 1 für Rot. 1 für Blau. 3 für Grün. Hast du 3-mal Gelb? Gelb ist back. Und damit führt Grün nicht mehr, sondern Rot. Oh, Blau mit der 6. 2, 4, 6. Kann niemanden schlagen, muss raussetzen. Und kann nicht versetzen, darf also irgendeinen anderen setzen. Jetzt darf Grün 3-mal. Kommt nicht raus. 2 für Gelb. 2, 4, 6 für Rot. 2, 4, 6, genau. 1, 2, 3 für Rot.
Gefährliche Position für Blau, für Rot, aber alles gut. Blau will auch mal einen drin haben. Der war jetzt übrigens für Grün, das machen wir nochmal. 2, 4. Moment, stopp, was ist passiert? Blau freimachen, stimmt. Blau muss freimachen. Mit einer 2 war das, ne? War das eine 2? Eine 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Richtig? Ja. Damit darf Grün tatsächlich nochmal dreimal würfeln. Haben wir bisher ja so gespielt, dass dann die bisherigen Würfe nicht nichtig sind. 2. 3. Mal bringt aber eh keinen Unterschied. Grün würfelt trotzdem keine 6. Gelb. 1, 2, 3. Rot. Was ist ein Duell zwischen Rot und Gelb hier gerade? 1. Blau. Ja, das wäre für Rot jetzt die Möglichkeit gewesen, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt entscheidet sich Blau, dass Blau wenigstens mal einen drin haben will. Alter, als ob Franzi, als ob du immer noch wach bist, willst du mich komplett verarschen. Grün kommt immer noch nicht raus. Gelb mit der 3. 1, 2, 3. Und Rot mit der 4. 1, 2, 3, 4. Weiß ich nicht. Blau mit der 4. Wird Blau das erste Püppchen reinbekommen? 1. 2. Nein, Grün kommt nicht raus. Grün kommt gerade nicht mehr raus. 5 für Gelb. 3 für Rot, 1, 2, 3. 6. 6 für Blau. Jetzt muss Blau aber nicht mehr frei machen. Oh. Eine 1 für Blau. Grün versucht es jetzt wieder mit dem Dreierwurf. Kriegt die 6 nicht hin. Gelb mit der 4. 1, 2, 3, 4 stellt sich genau dazwischen. Hat keine Wahl. Rot mit der 1. Oh. Und Blau mit der 5. Damit hat Blau das erste Püppchen drin. Herzlichen Glückwunsch, Blau. Let's go! Okay, Grün. Darf wieder dreimal. Kriegt die 6 wieder nicht hin. Was ist da los, Grün? Oh, und Gelb macht die 1. Rot macht die 6. 2, 4, 6. Und die 1. Blau macht 5. 2, 4, 5. Und Grün kommt jetzt aber. 5, 3, 4. Oh. Gelb. Eine 3. 1, 2, 3. Rot. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Oh, rot, rot. Rot ist so kurz vom Ende. Rot ist so kurz davor, quasi den sicher geglaubten Sieg von Gelb abzunehmen. 2, 4. 3. Da ist die 6 für Grün. Da ist sie. 5. Back in the game. Gefährlich für Rot potenziell. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh!
Nee, warte mal, ist ja gelb. Ist ja gelb. Ist nicht rot. Ist nicht rot. Alles gut. Alles gut. Ist noch nicht vorbei. Ist nur gelb. Ist eine 5 für gelb. Ist eine 5 für gelb. Rot muss jetzt erst würfeln. Ich habe euch gebaitet. 1, 2, 3, 4. Da steht ja rot gut. Blau. Mit einer 4. 1, 2, 3, 4. Grün. Mit einer 2. Stellt sich so davor. Gelb. Mit einer 6. 2, 4, 6. Gelb. Mit einer 4. Rot. Wenn Rot jetzt eine 1 würfelt, ist das Spiel vorbei. Aber schafft es nicht. Eine 3. Blau würfelt. Eine 4. Boah. Wie entscheidet sich Blau jetzt? Wahrscheinlich hin. Boah. Das ist jetzt hier so ein bisschen spielriggend, ehrlicherweise. Ich glaube. Ich weiß nicht, wie Blau sich entscheiden würde. Blau war eigentlich der Taktiker, aber mittlerweile glaube ich, dass Blau so spielen würde, dass Blau weiß, dass entweder Gelb oder Rot jetzt gewinnen und Blau an sich selber denkt. Aber Blau hasst Gelb, das stimmt. 1, 2, 3, 4, ja, Blau hasst Gelb. Damit habt ihr mich überzeugt. Die Fehde ist existent. Oh, oh. Ja, Grün hat vielleicht gerade Gelb geschlagen. Es ist ja fast egal, was Blau sich gedacht hat. Gelb darf jetzt dreimal. Kann damit jetzt aber gefährlich werden, natürlich. Gelb ist instant back. Instant. Reicht nicht für Rot. Blau macht 4. Ja, jetzt geht Blau natürlich mit dem Vorderen nach vorne. Grün macht 6. 2, 4, 6. Und Grün macht 3. 1, 2, 3. Gelb macht 3. Also 1, 2, 3. Also, wenn Rot jetzt die 1 macht, hat Rot gewonnen. Macht's aber nicht, sondern die 5. Blau macht 5. 1, 2, 3, 4, 5. Grün macht. Grün macht 1 und schlägt Gelb. Um Gottes Willen. Was ist hier los? Gelb darf dreimal würfeln. Doch macht direkt wieder die 6. Das kann nicht sein. Und die 1. Rot macht 2, kommt nicht rein. Blau macht 1. Grün macht 6, 2, 4. Warte mal. 2, 4, 6. 2. Gelb macht nur 1. Rot macht 6, darf nochmal. Macht 3, kommt nicht rein. Blau macht 6. 2, 4, 6. Geht rüber also. Macht die 2. Verfolgt Grün. Nein. Zurück. Ich habe aufgehalten. Da. Da stand Blau. 6 muss raus. 6-2. Entschuldigung, ich hatte vergessen, dass Blau tatsächlich ja noch einen im Haus hat. Blau macht 6.
So ist richtig. Sorry, ich habe den Wurf von Grün auch aufgefangen. Ne, Blau stand nicht eins hinter Rot. Der stand genauso, wie er hier steht. Alter, Grün macht 6. 2, 4, 6. Zwei, vier, sechs. Wenn Grün jetzt eine 2 würfelt. Er macht's aber nicht, ist eine 5. Okay, Gelb ist wieder dran. Aber Gelb macht eine 1. Schafft auch Rot die 1. Nee, aber die 6 darf nochmal. Nochmal die 6. Und die 4. Geht nicht. Blau macht die. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Das ist. Wir machen Entscheidungswürfel, ganz ehrlich. Wir machen keine Umfrage. Das ist hier keine Demokratie. Das ist hier ein Moment des Zufalls. Also mit Grün und mit Rot hatte Blau keinen Beef. Wir machen eine 1 bis 3 und Blau schlägt Rot. Oder wir machen eine 4 bis 6 und Blau schlägt Grün. Das ist wie ein Coinflip. Und so entscheiden wir das jetzt. 1 bis 3 ist Rot. 3 bis 6 ist Grün. Grün wird geschlagen. Und damit ist jetzt Grün dran. Darf dreimal. Rot ist aber näher, ist egal. Das Blau kann eh nicht mehr gewinnen aus Blaus Perspektive. Deswegen ist es wurscht. Die Nummer ist entschieden. Jetzt ist Gelb wieder dran. Na 4. 1, 2, 3, 4. Rot kann jetzt endlich vielleicht die 1 würfeln. Oh! Es war Zufall, Chat. Es war Zufall. Es war einfach Zufall. Die Würfel haben entschieden. Und die Würfel sind gefallen. Alia Acta Est. Alle hassen Blau. Von Anfang an. Und das hat sich nicht geändert. Und Blau hat gelitten dafür. Rot hat Aimbot. Alter. Gelb ist sowas von verarscht worden. Post-Interview mit Blau. Gelb wurde so verarscht. Gelb hat die besten Würfe gemacht und ist einfach komplett zerstört worden.